Hallo, ich hoffe, du bist bereit, heute etwas Interessantes für dein Golfspiel dazuzulernen, nämlich die Pizzastrategie. Um was geht es hier genau? Es geht darum, die Grüns besser anzuspielen und hier weniger Fehler zu machen. Und wie die Pizzastrategie funktioniert, werde ich dir anhand einem Beispiel erklären. Schau das Video bis zum Schluss, weil da habe ich noch einen Tipp für dich von Jack Nicklaus, wie er das Ganze gelöst hat und ja, 18 Majors gewonnen hat und wie er das gemacht hat, das wie gesagt zum Schluss. Gut, wir sind hier in Saint Apollinaire am ersten Loch auf dem Fruit Garden und das sind Par 5. Wenn wir das jetzt hier vergrößern, dann siehst du, die Spielbahn beginnt hier vorne. Hier ist die hintere Teebox und die Challenge Tour, die spielt von hier hinten. Da schlagen die ab und dann geht es da Richtung nach vorne, landen meistens so mit ihrem Drive irgendwo in der Nähe des Bunkers, circa an dieser Stelle, weil der Ball rollt hier gerne noch etwas talwärts nach unten. Und von da spielen die meisten nachher dann ihren zweiten Schlag nach vorne Richtung Grün. Jetzt die einen legen hier vor ein Par 5, die anderen spielen mit dem zweiten drauf. Da ist die Kontrolle mit dem Ball etwas schwieriger, aber wenn wir hier mal das Green vergrößern und zur Pizzastrategie kommen, wie würde ein erfolgreiches Anspielen denn stattfinden? Und die Pizzastrategie ist eine einfache Methode, um herauszufinden, wo man den Ball am besten platzieren sollte. Damit beim Anspielen kein Fehler entsteht, malt man oder stellt man sich hier eine Pizza vor, teilt das Ganze in vier Stücke auf. Und jetzt sieht man, wenn man das Grün so aufteilt, dass zum Beispiel im vorderen Bereich auf der linken Seite hier, geben wir hier mal die Zahl 1, schreibt das nochmals, hier die Zahl 1. Hier wäre eine Möglichkeit hinzuspielen, wobei ich nicht auf das Green komme, sondern vor Green. Und könnte dann mit einem Chip drauf spielen. Wenn ich aber das Green attackieren würde, dann müsste ich sagen, jawohl, hier besteht ein bisschen Gefahr vom Bunker und hier besteht Gefahr vom Bunker. Also dieser Quadrant ist heikel. Da habe ich nicht so viel Grün, um damit arbeiten zu können. Wenn ich den zweiten Quadranten anschaue, hier auf der rechten Seite, dann ist hier das Gleiche. Also zweimal Bunker und hier nochmals Bunker. Fast kein Grün zum Arbeiten, also ist vorne anzuspielen, ist nicht eine gute Lösung. Wenn man den Quadranten dann 3 und 4 anschaut, hier 3 und 4, wenn man das so organisieren würde, dann sieht man, dass hinten die Gefahr nicht mehr so groß ist, keine Hindernisse mehr im Weg sind. Und jetzt könnte man sich entscheiden, aufgrund vielleicht auch vom Ballflug, weil man vielleicht von links nach rechts oder rechts nach links oder gerade anspielen möchte, dass man sagt, aufgrund meines Ballflugs wäre es für mich sinnvoll, dass ich vielleicht den Quadranten 4 anspielen würde oder den Quadranten 3 anspielen würde. Also mit der Pizzastrategie lässt sich eigentlich jedes Green so einteilen und aufgrund der Hindernisse, Bunker, Wasser oder auch dem Gefäll, für sich selber eine Strategie erarbeiten, um möglichst erfolgreich den Ball auf dem Grün platzieren zu können. So, und was hat jetzt Mr. Nicklaus gemacht? Mr. Nicklaus ist so vorgegangen, und hier ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, die Fahne steckt Mitte Green. Also wenn ich das hier nochmals anzeigen darf, hier, die Fahne steckt mitten Green und das ist eigentlich diese Taktik, die Mr. Nicklaus angewendet hat, um seine Bälle auf dem Green zu platzieren. Was war die Idee dahinter? Die Idee dahinter war, egal wo die Fahne ist, ich habe hier am meisten Platz und sollte die Fahne mal vielleicht im vorderen Bereich sein oder sollte die Fahne mal im hinteren Bereich sein, ich habe immer genügend Grün zur Verfügung. Und patte halt dementsprechend dann, wenn die Fahne zum Beispiel hinten ist, von der Mitte nach hinten oder von der Mitte nach vorne. Und dann wird es sicher auch mal noch Situationen geben, wo die Fahne auch in der Mitte ist. Und da bin ich dann klar im Vorteil. Mit meiner Strategie habe ich hier Birdie-Chancen, die ich wahrnehmen kann.
aber ich lasse mich hier nicht verleiten und spiele hier Fahnenpositionen an, wo ich nachher aufgrund dessen, wenn der Ball nicht so kommt, wie ich das mir vorstelle, vielleicht dann am Schluss im Bunker lande hier und dann ein schwieriges Up and Down habe, um das Loch erfolgreich abzuschließen, und habe mich in der Vergangenheit von den Fahnen nicht beeinflussen lassen, habe immer mit den Grün gespielt und somit 18 Majors gewonnen. Also, wer auf Fahnenjagd geht, der endet manchmal nicht da, wo er gerne sein möchte, und hat aufgrund dessen noch schwierigere Aufgaben zu lösen. Also hier eine Strategie aufzubauen, die einfach ist, wo, wenn etwas schief geht, der Ball immer noch auf dem Grün liegt, dann habe ich noch einen, vielleicht einen längeren Putt, aber ich habe nicht die schwierigen Up and Downs und schließe somit die Löcher mit wenigen Schlägen ab, weil ich strategisch besser die Grüns anspiele. Gut, wenn du noch mehr solche Tipps möchtest, damit du besser Golf spielen kannst, dann abonniere unbedingt den Kanal, bedanke mich jetzt schon mal dafür und ein Like und teile diesen Tipp mit deinen Freunden, weil wenn wir alle besser spielen, brauchen wir weniger Zeit auf dem Golfplatz, haben mehr Spaß dabei und am Schluss erzählen wir von Golfrunden, die richtig Spaß machen und uns Freude bereitet haben, anstatt von denen, bei denen das Ganze nicht so gut war. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, abonniere den Kanal, tschüss!